und herzlich willkommen zurück bei Stay and Play. Heute mit einer weiteren Folge Kena, Bridge of Spirits. Beim letzten Mal haben wir hier diese Fäulnis besiegt, haben ein paar neue Rots gefunden und jetzt haben wir eine neue Aufgabe. Nämlich wir suchen den einen Bruder von den zwei, ich weiß nicht was das sind, Waldmenschen, Geistern, je nachdem. Die sind hier schon mal vorgelaufen und wir laufen ihnen jetzt nach und heilige Scheiße, sieht das gut aus. Haben wir wohl das Intro, den Prolog quasi durchgespielt. Okay. Okay, ist die Frage, müssen wir ganz nach oben auf dem Berg da? Karte verfügbar. Ah ja. Okay. Hilf Taro, finde Taro im Wald. Ah ja, schaut mal, hier haben wir Upgrades. Oha. Wir haben Geister aber auch nicht freigeschaltet, aber okay. Das ist Nahkampf. Okay. Drücke beim Sprinten, um einen schnellen Rundumschlag. Wir können sprinten? Ich kann doch noch gar nicht sprinten, oder? Cool. Seitenangriff schwer. Uiuiuiui, was haben wir hier? Gegenschlag. Drücke nach dem Parieren, um einen Wirbelangriff auszuführen. Boah, das haben wir noch nicht. Okay. Ja, wir warten erstmal, hätte ich gesagt, ne? Wir warten erstmal. Haben wir sonst was? Wir haben hier diese Geister, Tar, diese Rotzen und alles. Okay. Gehen wir einfach mal weiter, ne? Gehen wir mal den Berg hier runter. Schauen wir mal, wo wir rauskommen. Ich weiß nicht, ob ich die Dinger mal aktivieren muss oder nicht. Ich glaube, es bringt wahrscheinlich nichts, aber... Können wir sprinten? Irgendwie kann ich nicht sprinten. Vielleicht lernen wir es noch. Okay. Da haben wir einen Baum, da geht's weiter. Gehen wir da lang. Wahrscheinlich auch der einzige Weg, den wir laufen können, aber gut. So, und wieder unten kommt mir schon so vor, als wären Häuser. Vielleicht ist da so ein kleines Dorf oder eine Stadt. Vielleicht finden wir da auch irgendwas. Oh, das sieht aus wieder wie ein Bosskampf, aber hier haben wir wie sowas wie eine Stadt, ne? Das Dorf. Okay. Da können wir nicht rein. Definitiv nicht. Können wir hier irgendwas machen? Da oben ist was. Ich schätze mal, wir müssen da vorne die Fäulnis erstmal besiegen, ja? Dass wir hier was machen können im Dorf. Ist nix. Ist hier noch was? Untersuchen. Ich warte auf dich am Wasserschrein im vergessenen Wald. Okay. Keine Ahnung, wo das ist. Und wir kriegen wieder eine Sequenz. Direkt wieder ein Boss kommt oder bloß kleinere Monster. Da oben leuchtet schon was cool. Ein Kristall. Naja. Müssen wir halt gegen die kämpfen, ha? Pow! Wir haben das Mutding eingesammelt. Sehr gut. Wow. Achso, Moment, jetzt können wir die Rotz verwenden. Und zack. Eins von zwei. Passiert hier noch was? Ah, da oben können wir noch. Okay. Au. Da ist auch noch. Aber es ist noch nicht alles, oder? Naja. Sieht so aus, als würden noch mehr Monster kommen, oder? Wäre auch sonst so einfach bisher. Ah, nee, ist aufgegangen. Okay. Dann war das wirklich so einfach. Und schaut an, das Dorf sieht ganz anders aus. Hutwagen entdeckt. Okay. Was ist das? Hier gibt es, glaube ich, noch viel zu entdecken in dem Dorf. Schauen wir doch mal. Da vorne ist direkt erstmal eine Kiste. Karma und Upgrades. Generiere Karma, indem du verdorbene Feinde besiegst, die Umwelt wiederherstellst und Früchte für deine Rot findest. Im Upgrade-Menü kannst du Karma einsetzen, um neue Fähigkeiten freizuschalten. Kena kann ihre Basisfähigkeiten verbessern und ihre Fähigkeiten mit Rot infundieren, um mächtige Angriffe zu erschaffen. Das hat man hier gesehen, ne?
Das sind die Rottfähigkeiten und das sind wahrscheinlich wirklich die... Nee. Ich dachte, das wäre vielleicht diese Kena-Fähigkeiten. Hm. Na gut. Wurscht. Pilz, neuer Rotthut verfügbar. Okay. Machen wir erstmal die Kiste auf. Hier haben wir auch wieder einen Hut, scheint so. Ein Topf. Okay. Hier haben wir einen Shop. Ah, das ist für... Okay. Die können wir die dann kaufen, ne? Und dann ausrüsten. Ein tolles Gimmick. Boah, die sind ja richtig teuer dann später. Naja, gut. Schauen wir mal weiter. Was haben wir hier? Ah, hier ist noch ein Rot. Nummer 9. Bald haben wir 10 Stück. Wir brauchen mal 15. Was brauchen wir 15? Da geht es noch nicht weiter, hätte ich gesagt. Da ist noch eine Kiste. Da sind die zwei kleinen Jungen. Ich würde aber erst gerne mal hier alles erkunden. Das ist auch ein Hut. Das ist eine Blumenkrone bestimmt, ne? Ja, Klee. Okay. Cool. Ist hier eigentlich irgendwas? Was kann man öffnen? Was ist hier? Auch wieder Seelen. Hier ist was. Ach, das ist wahrscheinlich Futter. So, das können wir aktivieren. Dies können wir aufmachen. Verfluchte Truhe. Ach du Scheiße. So, 6 Feinde noch. Stirb. Pow. Pow. Große Angriffe. Den können wir festbinden. Und jetzt verprügeln wir ihn. Okay. Jetzt noch 2 Stück. Letzter. Komm schon, gehen wir mal alle fertig. Pow. Easy. Wir haben wieder Ding bekommen. Und was kommt aus der Truhe raus? Also wir können sie jetzt öffnen. Ja, dann machen wir sie doch mal auf, huh? Und es ist... Wow. Es ist viel Seelen. Hier haben wir noch ein bisschen was. Oder Geld eher, beziehungsweise, ne? Explodiert es gleich? Muss ich Angst haben? Nee, okay. Sehr gut. So. Okay, von hier aus bin ich gekommen. Schauen wir mal. Das können wir... Hier können wir nichts machen, ne? Autsch. Oh, das tut sogar Schaden. Damit habe ich nicht gerechnet. So. Können wir hier hoch? Ah. Ich hätte gehofft schon. Vielleicht hier hoch? Ja, irgendwie nicht, ne? Irgendwie nicht, ne? Schade. Vielleicht brauchen wir da irgendwas anderes. So, da ist doch noch was. Kommen wir da hoch? Da kommen wir dann wie rein. Theoretisch. Hm. Hm, hm, hm. Hm. Vielleicht... Irgendwie anders. Vielleicht müssen wir erst noch was anderes aktivieren. So, hier hoch können wir. Weiß nicht, was da ist. Hier scheint auch noch so ein Ding zu sein, wo man nicht durchkommt. Um die Herausforderung des Gottesbaums anzunehmen, muss man die Spitze seiner Äste erreichen. Okay, ist das der Gottesbaum? Ja, da komme ich auch noch nicht hin, ne? Und hier ist auch wieder so ein Schrein. Unsere Vorräte gehen zur Neige. Ich hoffe, wir haben genug im Lagerhaus. Ich muss unbedingt nachschauen. Hm. Kommen wir noch nicht hin. Na gut. Dann schauen wir mal weiter. Was haben wir hier noch? Hier haben wir noch so einen Rott, ne? Den können wir auf jeden Fall mitnehmen. Ach, das ist ein Wahrpunkt. Moment. Ah. Okay. Hier sehen wir Blumenschein, Geisterpost, verfluchte Truhen. Ah ja. Und da müssen wir hin, hilft Taro. Ist ein ganz schön weiter Weg, ja? Ist ein relativ weiter Weg. So. Da können wir nichts machen. Hier ist nichts. Hier können wir rein. Was gibt's hier? Truhe? Da ist auch bloß wieder Ding drin. Mit Schild da. Okay. Mach das, tu das. So, hier ist ein Fluss. Oder will ich nicht reinspringen?
Hier vorne ist irgendwie so eine Statue. Scheint ein Friedhof oder sowas zu sein, oder? Was aktiviert? Nee. Okay. Scheint aber irgendwie so eine Art Friedhof zu sein, wenn ich mich nicht irre. Das ist der Schrein, zu dem sie wollte? Keiner weiß. The rot seem quite fond of you. They're usually timid. Something tells me you did not come to our village looking for forest creatures. Hello, spirit. I seek passage to the sacred mountain shrine. Our village is bound to the shrine's energy. But that power faded long ago. Trapped spirits linger here, tangled in the tragedies of our past. You must help these spirits if you wish to reach the mountain shrine. On my way, I met two children. They asked me to help free a boy named Taro. I'm not surprised that Benny and Saya found you. They are clever children, and would do anything for their brother. Scheinen aber wirklich Menschen zu sein, oder? We have always crafted wooden masts to honor those who have passed on. Placed here, the masks slowly turn to dust, aiding the spirit's journey into the next life. My father was a spirit guide. Our traditions are different, but he helped many spirits pass from this life to the next. So you know what happens to spirits unable to move on. Take Taro's mask. It is bound to his spirit and will help you fulfill your promise to the children. Look after Benny and Saya. Their brother's fate will be difficult for them to understand. Kümmere dich um Benny und Saya. Das Schicksal ihres Bruders wird für sie schwer zu verstehen sein. Das hört sich schon mal nicht gut an. Wir haben Taros Maske gefunden. Geistermasken. Drücke T, um Geistermasken zu tragen. Schau durch die Masken, um deinen Weg zu finden. Öffne Geisterbarrieren und enthülle wichtige Objekte in der Umgebung. Geistermasken sind hilfreich, um Rot zu finden, die in der Welt versteckt sind. Okay. Alles klar. Also war schon mal richtig, dass wir hier lang gelaufen sind, ha? Wollen wir jetzt mal die Geistermaske anziehen? Okay. Überhaupt nicht creepy aus. Da sind Fußspuren. Da leuchtet was blau. Warum leuchtet es da blau? Können wir hier aktivieren? Können wir hier was machen? Aber es leuchtet doch hier blau, oder? Nee. Ach, da hinten leuchtet es blau. Mich jetzt mal interessieren, wenn wir jetzt so zu einer Barriere gehen, ob da irgendwas, wieder irgendwas finden. Ach so, und dafür brauchen wir die Barriere, ha? Huh? Aha, die Maske. Die Barriere müssen wir jetzt eigentlich durchqueren können. Aber ich würde mich gerne mal wegen den anderen Barrieren hier nochmal schauen, ob wir da auch was machen können. Jetzt hier zum Beispiel? Nee, oder? Nee. Sieht nicht so aus. Schade. Ah. Hau. Naja, gut. Was haben wir hier? Da haben wir Wege, die versperrt sind. Ja, gehen wir halt mal hier weiter. Sprechen wir mal mit Benny und Saya. Hey, ist das Taros Maske? Hat Saju sie dir gegeben? Vielleicht kannst du sie benutzen, um diese Barriere zu öffnen. Ich hoffe doch. Maske verwenden. Ah ja. Sieh mal einer an. Vielleicht führt es uns zu Taro. Aber vielleicht schauen wir uns erstmal um. Hm? Vielleicht gibt es hier was Cooles.
Vielleicht finden wir hier ein paar Rots noch oder Hüte für die Rots anscheinend oder Seelen. Ah, hier. Schaut mal eine Kiste zum Beispiel. Haben wir wieder ein bisschen Geld gefunden. Kristalle, keine Ahnung, wie man sie nennen soll. Ist hier was? Nee. Aber hier ist doch was. Das aktivieren? Kann auch gerade sein, oder? Hier muss doch irgendwas. Müssen wir doch aktivieren können, oder? Rot verwenden. Ah, okay. Das können wir machen, klar. Können wir da hier Rot hochschicken? Nee, ne? Wieder was machen? Anscheinend nicht. Vielleicht fehlt mir dafür noch irgendwie eine Fähigkeit oder so. Hm. Na gut. Wenn wir nicht können, dann müssen wir mal später schauen. Ich habe Tobi seit einiger Zeit nicht mehr gesehen. Er spielt normalerweise mit den Kindern auf der anderen Straßenseite. Okay. Klingt überhaupt nicht geheimnisvoll. Kann man das aufmachen? Okay. Schade. Kommen wir hier rein? Aber das können wir öffnen. Ja. Kommen wir hier durch? Ne. Vielleicht von der anderen Seite. Vielleicht gibt es hier noch irgendwie ein Loch. Okay, das schaut so aus, als können wir das verwenden. Ah, kommen wir da hoch? Jetzt schau mal an. Jetzt vielleicht dahin? Macht ihr toll. Können wir da hochkommen? Haha. Easy. Ja, können wir euch freigeben. So, was haben wir hier? Du hast Geisterpost gefunden. Du hast etwas gefunden, das einem Dorfbewohner gehörte. Bring es zu seinem Haus im Dorf. Der Ort ist auf deiner Karte markiert. Okay. Cool. So. Ihr tut es zur Seite. Hier ist sonst nichts mehr. Dankeschön. So, geradeaus oder hier nach links? Erstmal nach links, würde ich sagen, oder? Das sieht aus wie eine Sackgasse wahrscheinlich. Oder zumindest wie ein versperrter Weg. Ja, das sieht aus wie eine Sackgasse. Hier ist wieder so ein geheimnisvolles... Der Schnee schmilzt dieses Jahr schnell. Mal sehen, ob der Pass zu Rusus Haus frei ist. Vermutlich nicht. Ja. Wirkt ein bisschen spooky. Muss man sagen. So. Das können wir aber auch nicht aufmachen, beziehungsweise irgendwie zerstören. Naja, ich denke, wir bekommen noch irgendwann die Fähigkeit. Vielleicht ist es irgendeine Maske oder sowas, die uns dann auch diese Barrieren hier irgendwie zerstören lässt. Achso, hier geht's da lang. Haben wir hier noch was? Ja, weniger, ne? Irgendwie später auch sieht so aus. Ich glaube, ich habe im Trailer gesehen, man kann auch irgendwie schießen dann später mit dem Stab. Vielleicht brauchen wir das erst. It went through here, but we can't get past. Es ging hier durch, aber wir kommen nicht vorbei. Es gibt noch mehr von dem ekligen Zeug, das den Weg versperrt. Kannst du es loswerden, damit wir durchkommen können? Natürlich. Für euch tue ich alles. Oh, da hat ein Schild. Die Rot können Spezialblumen reinigen, um Kenas Gesundheit wiederherzustellen. Schicke deine Rot auf sie, indem du R drückst. Außerhalb des Kampfes wird Kenas Gesundheit automatisch wiederhergestellt. Oh, sehr gut. Den haben wir direkt verprügelt. Pow! Direkt erstmal Schild brechen. So. Den verprügeln wir. Ah, ist zu spät. Ich wollte mal kontern hier. Aber habe ich anscheinend zu spät gekontert. So. Zack, zack, zack. Oh. Okay, dem muss man echt einen starken Schlag geben anscheinend. Damit das erstmal aufgeht. So. Wir binden den. Verprügeln ihn. So, ich auch noch. So, wir sammeln die ganzen Ruhtropfen. So, jetzt aber. Und pow! Die Blumen verschwinden, ha? Oh. Was wächst denn hier? Das sieht doch aus wie eine Fähigkeit oder irgendwas, oder? Bringe deine Rot zusammen. Waldtränen stellen vorübergehend die ursprüngliche Form der Rot wieder her. Verwende
um die Wolke zu bewegen. In dieser Form können die Rot Feinde angreifen, bei Rätselsturm Verderbnis bereinigen. Okay, ist eine Waldträne. Das heißt, ich muss sie hier nach vorne schicken. Ja, ist so süß. Schau, was mit ihm passiert. Kennt ihr irgendwelche Tricks? Keine Ahnung. Also ich kann mich mitbewegen. Okay. Kann schlagen. Kann drehen. Gut, die sind gleich weg. Okay. Aha. Aber ich kann mit denen... Kann ich doch nach vorne? Und die Barriere hier zerstören, oder? Ja, das sieht doch gut aus. Jetzt schlagen? Ja. Na, schau mal an. Zick. Machen wir das auch noch kaputt? So, noch ein bisschen. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, die Steuerung. Man muss laufen und die Maus auch so nach vorne schwenken. Okay. Hat aber funktioniert. Hat funktioniert. Ist hier sonst noch was? Es sieht mir wie so ein bisschen wie Versteck aus. Können wir das? Was ist, wenn wir sie hier drehen lassen? So, hier rüber? Ja, schau mal. Ist jetzt was? Rot verwenden? Aha! Schaut mal, wir haben den geheimen Rot gefunden. Wusstest doch, dass hier was versteckt ist. Also. Hier, das sind diese Blumen, ne? Okay. Ist die Frage, wie weit kommen wir mit diesem Samen-Ding da? Wie weit können wir da wirklich laufen? So. Ah, geht automatisch auf. Sehr schön. Over here, Kena. There is something in the ground. Da ist etwas auf dem Boden. Bitte, eine Waldrinne kann hier wachsen. Ah. Das heißt, hier müssen wir dann auch wieder die ganze Fäulnis zerstören. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen oder ein Abo. Würde uns sehr freuen. Bisher muss ich sagen, das Spiel sieht echt bombastisch gut aus. Und ja, ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Mal. Haut rein, macht's gut. Ciao, ciao.